Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Wolfgang Klafke seine Ideen zur Bildung und zum Bildungsbegriff beschreibt. Wolfgang Klafke entwickelt seine Überlegungen zur Bildung ausgehend von dem Konzept allgemeiner Bildung. Das begründet er im Rückgriff auf bildungstheoretische Überlegungen. Dabei begründet er den Rückgriff auf bildungstheoretische Überlegungen, indem er sich von Einwänden gegen eine so konzipierte Argumentation abgrenzt. Die Einwände sind, dass der Bildungsbegriff idealisierend ist, dass der Begriff der Bildung historisch überholt ist und als bildungsbürgerlicher Begriff unpolitisch ist. Dagegen hält Klafke, dass der Bildungsbegriff erforderlich ist, wenn überhaupt pädagogisches Handeln begründbar und verantwortbar bleiben soll. Dabei berücksichtigt er, dass es auch darum geht, gesellschaftliche Verhältnisse beurteilen und mitgestalten zu können. Er betont, dass die Loslösung von feudalen Abhängigkeiten bei den Klassikern des 18. Jahrhunderts ein zentrales Anliegen gewesen ist und der Bildungsbegriff dadurch selbst eine Kritik an bestehenden Verhältnissen ist. Es ist jedoch unklar, wohin diese Kritik nach Klafke führen soll. Er argumentiert mit Humboldt, dass die Aufgabe des Menschen ist, sich selbst zu bestimmen und nicht über sich bestimmen zu lassen. Klafke bezweifelt, dass man gesellschaftliche Ungleichheiten völlig auflösen kann. Daraus folgert er folgende Bestimmung des Bildungsbegriffs. Allgemeinbildung soll Bildung für alle zur Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit sein. Sie soll als kritische Auseinandersetzung mit einem neu zu durchdenkenden Gefüge des Allgemeinen dienen. Weiters soll Bildung als Bildung aller uns heute erkennbaren Fähigkeitsdimensionen des Menschen dienen. Bildung ist für Klafke also die Formung, Entwicklung und Reifung von körperlichen, seelischen und geistigen Kräften mit dem Ziel der Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit. Er betont weiters die politische Bildung als Mitgestaltung für Demokratisierungsprozesse. Wolfgang Klafke erläutert seinen Bildungsbegriff durch 9 Bestimmungen. Erstens, Bildung und Gesellschaft gehören zusammen, denn auf Gesellschaftsfragen ist nicht nur zu reagieren, sondern diese sind auch zu beurteilen und mitzugestalten. Zweitens, Bildung ist der selbsttätig erarbeitete und personal verantwortete Zusammenhang der 3 Grundfähigkeiten Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität. Drittens, Bildung ist als Allgemeinbildung für alle im Medium des Allgemeinen in allen Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fähigkeiten zu verstehen. Viertens, Bildung für alle hat Folgen für die Institution. Fünftens, Bildung im Medium ist im Medium des Allgemeinen zu verstehen. Sechstens, vielseitige Interessen und Fähigkeitsentwicklung als polare Ergänzung zu den Schlüsselproblemen sind zu berücksichtigen. Siebtens, verbindliche Lehrplanelemente und Schwerpunktbildung sollen ergänzt werden, um Schwerpunktsetzung sowie eine Mehrfachqualifikation, um die berufliche Entscheidungsfreiheit zu vergrößern. Achtens, die Berücksichtigung von instrumentellen Kenntnissen und Tugenden, die allerdings in Bildungsprozesse einzuschließen sind, ist relevant. Und neuntens, ein prozessorientierter Leistungsbegriff, der im Sinne einer Hilfe in Lernprozessen den Lernenden ihren aktuellen Leistungsstand zurückmeldet, ist zu entwickeln. Klafke rückt den Begriff Bildung in einen praxis- und handlungsbezogenen Kontext. Er nennt dabei folgende 3 Fähigkeiten, die den Begriff Bildung beschreiben sollen: Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit. Diese 3 Fähigkeiten sollen nach Klafke zur Kritikfähigkeit und zur Mitbestimmung in Demokratisierungsprozessen, das heißt zur Mitbestimmung innerhalb einer Gesellschaft, führen. Zusammenfassend beschreibt Klafke Bildung als einen handlungsorientierten und praxisbezogenen Begriff. Allgemeinbildung nach Klafke soll zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit führen. Es soll weiters durch politische Bildung Demokratisierungsprozesse mitbestimmt werden können.